Und damit recht herzlich willkommen hier zurück bei ÖPNV Simulation zu einer neuen Folge von Transport Fever 2. Mittlerweile sind wir ja bei Folge Nummer 5. Mit dabei ist natürlich auch der Dennis wieder. Genau. Und wir haben jetzt die Straßenbahn hier angelegt wir haben verstärkt in Trondheim. Beziehungsweise wollten noch ein bisschen verstärken. Damit mehr Leute zum Bahnhof kommt. Genau. Und die Bahn gibt es natürlich auch nochmal einen schönen Schub, was das angeht. Lass uns nochmal gucken, was in Karlsding angeht, damit wir nochmal gucken können, ob da auch ein bisschen Überschuss ist. Ja, wobei das verfälscht, weil wir ja aktuell hier noch die Busse unterwegs haben. Ah, stimmt, ja. Oder wir bauen direkt ein Depot dorthin. Ich würde sagen, das ist die einfache Möglichkeit, oder? Ja. War ja nur so die Übergangslösung wegen Geld. Ja, ich baue hier für 1 Million so mitten in die Pampa. Reiß alles ab. hier hinten sieht's ganz gut aus. Ja. Das sieht gut aus. Gut, dann haben wir jetzt auch ein Depot. Brauchen wir zwar erstmal noch nicht, aber gut. Ja. Für später. Genau, was sagt der Zug? 41 Passagiere, das ist doch schon mal eine gute Sache. Und 7 warten schon wieder. Und hier warten wir da drüben. 33, nein. Aber dadurch, bis der dass, da ist, das dauert noch. Dadurch, dass wir mehr Straßenbahn jetzt auch eingesetzt haben, kriegen wir wieder mehr Leute zum Bahnhof. Hier unten bei unserer Produktion läuft es sehr gut. Oh ja, 77. Ja, das läuft gut. Das bringt uns, denke ich mal, auch das gute Geld hier ein. Mhm. Denn? Ja, wir haben auch eine schöne Linie gebaut dafür. Wir sind letztes Jahr profitabel gewesen. Oh. Unser erstes profitables Jahr. Oh, warum? Nach 6 Jahren ist das aber relativ gut. Ja. Ich weiß nicht, warum das Phasustransport heißt. Keine Ahnung. Was? Ja, das sehe ich gerade zuerst mal. Ja, dann machst du PNV. Wir können uns unser Hauptquartier können wir uns bauen. Komm, das müssen wir jetzt irgendwie hier am Hauptbahnhof mit einbauen. Das geht? Ja, das geht. Was bringt's? Das ist ein bisschen wie ein SimCity, das Rathaus ist. Hat einfach. So. Kann sich freuen, dass man es hat. Okay. Ich würde sehr gerne. Irgendwo hier, aber. Warte mal, da würde ich vielleicht mal so ein bisschen mit Terraforming arbeiten. Mit dieser Terraformer. Ja, das sieht ganz gut aus. Dann gehen wir wieder auf Bauen. Und bauen das jetzt tatsächlich hin. So, und da ist unser kleines Hauptquartier. Wow. Aber nenn's mal lieber um, bitte. Ja, dann nennen wir das ÖPNV Transport, oder? Ja. Das ist eine GmbH. So. Keine AG? Nein, ich möchte nur für 25.000 Euro haften, nicht für mehr. Perfekt, haben wir das auch hier gleich platziert? Da habe ich mal eine Frage so an unsere Zuschauer. Das ist so eine schöne Frage, die auch in der Prüfung drankommt, die ich schreiben musste. Und zwar, welche Unternehmen von denen, den ich euch jetzt nenne, ist ein Eisenbahnverkehrsunternehmen? DB Energie, DB Netz AG, DB Fernverkehr und DB Regio. Sagt mir mal bitte, welche davon kein Eisenbahnverkehrsunternehmen ist. Kein Eisenbahnverkehrsunternehmen. Würdest du jetzt noch sagen, ob es eine oder mehr richtige Antworten gibt? Na, es gibt nur eine richtige Antwort, weil es keins ist. Gut, dann sage ich jetzt mal nichts. Ich habe eine Ahnung, aber das könnt ihr gerne mal in den Kommentaren raten. Genau, du kannst ja deine Meinung auch gerne zur nächsten Folge sagen. Ja, könnte ich mal machen. Ja, wenn euch sowas gefällt, dass ich so Fragen stelle vielleicht für jede Folge, dann werde ich das auch weiterbehalten und werde mal so schöne Fragen so damit raussuchen. Ja, ist, denke ich mal, ganz nett, so am Rande was zu lernen. Ja.
So, ha, der Gewinn kommt. Ich würde sagen, die nächsten 500.000 haben wir wieder zurück. Ja, das klingt am Plan. Oder wollen wir das lieber nochmal in eine zweite Linie investieren? Ah, ich weiß nicht. Ich bin halt, ich würde das Geld schon gern zurückzahlen, weil der... Ja, dann lass uns das zurückzahlen, sobald wir auf 500.000 sind. Du siehst ja, wir haben dieses Jahr schon 282.000 gemacht. Der Kredit, der, ja, tut halt schon weh, ne? Ja, natürlich. Aber wird schon. Wir sind nicht mehr als bei 5 Millionen, das passt schon. Doch, bei 6. Ach so, wir sind schon... Ach ja, stimmt. Wir haben ja noch Fahrzeuge gekauft. Ach, willst du das echt selber machen und nicht der Stadt überlassen? Ja, das bisschen habe ich jetzt selber gemacht. Sonst baut die Stadt da wieder so Müll hier wie hier unten. Mit dieser komischen Gabel. Ja. Wer baut denn so eine Straßen hier? Du, das sind alle Planer. Du weißt, wie die Planer alle arbeiten. Du müsstest es doch wissen. Bei dir in Magdeburg ist es doch nicht anders. Ja, ich sag dazu jetzt nichts. Schön, oder? Ja. Oh, eine neue Lok ist verfügbar. The General. Die General. Oh, da fällt mir. Oh, ich habe schon direkt wieder eine neue Frage für die nächste Folge dann. Na, wo da. Ich das gerade so sehe. Sehen wir uns dann in der nächsten Folge wieder. Nein, ist noch. Was? Nein, alles gut. Wir sind natürlich noch hier voll dabei gerade. Genau. Und wir haben die 500.000, also. Geben wir mal ein bisschen was zurück. Geben wir Vaterstaat mal wieder ein bisschen Geld zurück. Warte mal, wie viel Plus haben wir jetzt letztes Jahr gemacht? 253.000. Oh, es läuft. Ja, es läuft. Es läuft. Kleinvieh macht auch Mist. Und wenn wir dann alle Zinsen zurückgezahlt, alle Darlehen zurückgezahlt haben und keine Zinsen mehr haben und dann Plus machen, dann können wir nämlich richtig loslegen hier mit Bauen. Dann schreiben wir richtig schwarze Zahlen. Ne? Ja. Dass da durch die, das ist da so durch den Waldstück fährt, ist auch schön. Ja. Natur pur. Ja. Da kann ich doch mal erzählen, was jetzt am Freitag war. Und zwar, du weißt ja, dass der eine ICE da verunfallt ist, ne? Der steht ja jetzt da auf dem Gelände, ich weiß nicht, ob du die Bilder gesehen hast. Da könnt ihr auch gerne auch mal auf unser Discord vorbeischauen, da seht ihr auch sowas in der Art. Wir hatten ja noch ein paar Bilder, ich hatte ja noch ein paar Bilder mehr gesehen von unserem Dozenten. Er hat ja ein paar Bilder gekriegt. Und das war einfach richtig, also das war echt krass, was der da alles umgenietet hat. Der hat ja richtig, hat alles weggebogen, als wäre das nichts gewesen so. Aber du siehst halt am Speisewagen halt gar nichts. Du siehst halt, dass die Kupplung weggerissen ist, mehr nicht. Ja, oh, unser Zug ist voll das erste Mal. Oh. Und der lässt sogar Passagiere stehen. Ja, er hat 8 Stück stehen lassen. Okay, jetzt wird's interessant. Es wäre jetzt interessant zu wissen, was der bei voller Auslastung auch gibt. Ja, gucken wir gleich mal. Ja. So, Straßenbahn. Jetzt müssen die Busse natürlich reinhauen und müssen die Passagiere da erstmal alle abliefern. Straßenbahn sieht gut aus in Trondheim. Ja. Gut, jetzt natürlich gerade, wenn hier so viele ankommen, dann dauert das jetzt mit dem Abtransport wieder. Aber es ist eine schöne Streckenlinie, die da gerade läuft. Also die nächsten Bahnen kommen immer relativ nah beieinander. Ja, würde ich auch sagen. Oh, hier sollten wir uns, glaube ich, nochmal drum kümmern. Ja, da sollten wir ein paar mehr Busse einsetzen. Wir haben denn aktuell, haben wir 1, 2, 3, 4... 13. Achso, da unten steht's, ja. Genau. würde ich sagen, kaufen wir noch ein paar. Mach mal 7. Komm, hau rein. Hau rein den Mist. Lass uns ja sonst nicht lumpen und hier warten schon wieder mehr als 50 Leute. Und jetzt wird's spannend. Oh ja, jetzt wird's interessant. Klar, es hätte jetzt nochmal richtig Kohle gekostet hier. Aber was bringt der Zug voll? Oh. Oh, 420. 420, krass. Direkt mal zurückzahlen. Ja. Nächste Folge heißt dann, wir werden schuldenfrei, ne? Hoffentlich. Oh, das wäre schön. Wir werden schuldenfrei, in Klammern hoffentlich. Perfekt, auch hier eine Busarmee oder eine Pferdekutschenarmee. Wenn du mal hier sitzt. Ein Stückchen
so guckst. Schon interessant, ja. Sieht schon lustig aus, ja. Ich wundere nur, dass sie da langsamer werden, da ist doch niemand. Ja, Autosave natürlich zwischendurch. Ja. Die Autosaves sind das einzige, wo sie echt noch performanter werden sollten. Weil du hast echt starke Lags bei den Autosaves drin. Hm. Oh, die fährt weg. Die fährt alleine einfach irgendwo anders hin. Aber es sind halt auch schöne alte Gebäude. Das muss man ganz ehrlich sagen. Ja, auf jeden Fall. Und auch die Bäume, also wirklich. Ja, den Himmel hätten sie noch besser machen können. Ja, der wirkt ein bisschen fototexturmäßig, das stimmt. Ja. Schön. Das war das Horn, ne? Ja. Sehr gut. Humor haben die Entwickler auf jeden Fall auch. Ja. Läuft doch bei denen. Und der Zug ist... Ja, nicht ganz voll zurückgefahren, liegt aber... 20, aber... Man, hier, das ist okay. Hier warten 61, bis da ist, oh, ist wieder voll. Da fehlen ja, da bis du wieder da ist, wird wieder voll, ey. Also mit zwei Wagen wäre blöd gewesen, oder? Ja, okay, ich hab's ein bisschen unterschätzt. Wir können das nächste Mal, wenn er hier ist, können wir ihn ja mal kurz ins Werk schicken, dann können wir noch was ranhängen. Stimmt, dann sollte er hoffentlich noch mal ein bisschen Profit reingehauen haben. Weil ich dazu sagen muss, wir haben dieses Jahr noch komplett negativ. Aber jetzt hat es reingehauen. Ja, das waren gerade Transportkosten. Ja, ich merke das schon. Aber guck mal, wie schön diese linienförmige Stromlinie mit den LKWs läuft. Jetzt haben wir wirklich ja. Genug. Und Trondheim baut sich stetig aus. Guck mal, was die da hinten an Raster gebaut haben. Ja, das stimmt. Also wir haben der Stadt jetzt gezeigt, wo es hingeht. Ja. So. Kriegen wir noch 500.000 zusammen? Ah, ich glaube eher weniger, bei 58 Leuten. Zu wünschen wäre es, ja. Ja. Nee, habe ich doch gesagt. So. Also jetzt fährt er gleich wieder los. Wenn du Glück hast, passiert es noch durch andere Sachen. Ja. Das ist ein bisschen... So stelle ich mir Aktienkurse vor, weißt du? Ja, das ist halt wirklich so, ne? Adrenalinkitzel. Das Diagramm müsste man sich dazu mal ansehen, wie das jetzt aussieht. Das linienförmige Diagramm. Mist, ich war zu langsam. Eine Sekunde zu langsam. Guck mal, was die Diagramme sagen. Ah. Ja, kommt hin. Gut, wir haben natürlich am Anfang relativ gut Geld gehabt, haben jetzt erstmal Geld verloren. Ja. Beziehungsweise, nein, das ist der Ertrag, ne? Der Ertrag. Ja. Also, ist hochgegangen, der Wert des Unternehmens. Mhm. Klingt auf jeden Fall gut. So, und jetzt ist der Zug da, jetzt haben wir eh gleich Asche. Und er ist voll, so wie ich gesehen habe. Fast voll. Ja, gut. Drei Leute. Jetzt kannst du eh mal zurückzahlen. Jetzt schicken wir den mal einmal ins Depot. Mhm. Oh, jetzt warten schon 81 Leute, deshalb ist es ganz gut, dass wir den ins Depot schicken. Willst du nochmal einen Waggon ranhängen? Ja, oder zwei oder drei. Ich weiß nicht, wie viele Waggons der rankriegt. Dann müssen wir gucken, dass wir die 160 Meter nicht überschreiten. Ja. Mach doch Pause. Ja, so. Fahrzeug verwalten. Gewähltes Fahrzeug ändern? Kaufen. Gewähltes Fahrzeug ändern. Ja. 154 Meter, ja. Oh, da fehlt einfach 200.000. Okay, ja, gönn dir. Irgendwie müssen wir ja hier auch mal was vorankommen, ne? Ja. Ändern für 614.000 und zuweisen auf den RE1. Und jetzt haben wir Kapazität für 104. Das sollte mehr als reichen. Na, schrei das nicht zu laut. Ja gut, aber jetzt ist der Zug auf jeden Fall auf seiner Kapazitätsgrenze.
Von der Bahnsteiglänge, ja. Ja. Und ich glaube, viel mehr können wir der Lok auch nicht zumuten. Oh, lass die Lok mal tuten. Kann ich die tuten lassen? Ich glaube, ja. Schön. Schön. Wundervoll. Ja. Macht sehr viel Spaß auf jeden Fall. Ja, also ich muss sagen, die Aufnahmen machen mir wirklich sehr, sehr viel Spaß und... Wie viele Leute sind jetzt drin? 85. Ja, siehst du, war eine gute Idee. Das auf jeden Fall. So, müssen wir zwar wieder ein bisschen rein in die Schulden. Eigentlich werden wir raus aus den Schulden. Egal, Profit machen wir alles. Raus aus die Schulden ist auch gut. Ja, ja, raus, genau. aus die Schulden. Ich wundere es so, dass so wenig Leute da zum Bahnhof gehen. Ja, aber gut. Das kann halt immer mal so eine Phase sein, wo nicht ganz so viel wollen. Aber ich sehe gerade, wir können in Trondheim was ändern. Und zwar? Guck mal beim Raster da an die Grenze. Hier? Mit den Häusern. Ja, da, mit, genau, dass wir da nochmal vielleicht ein bisschen ändern, genau. Dass wir da vielleicht ein bisschen auch eine Haltestelle noch hinbauen. Die Ringlinie wieder erweitern? Ja. Aber da geht's ja nicht mehr durchs Zentrum durch. Da könnte man eher eine zweite Linie bauen. Hey, wieso geht's hier nicht so? Wenn du jetzt, sagen wir mal, du baust jetzt einfach in das mittlere Raster von denen, ja, baust du eine Haltestelle, so dass es quasi einfach nur so ein kleiner Umweg ist und dann geht er wieder an die nächste Haltestelle da dran. Also dass es quasi einfach nur diesen kleinen Umweg fährt. Da würde ich fast eine zweite Linie eher präferieren. Naja, dann mach das so. Aber dann musst du dir selber vorstellen, wie das funktioniert. Das habe ich nämlich jetzt gerade nicht im Kopf. Ja, da habe ich eine Idee. Warte mal. Na, Gleise sollst du jetzt nicht hinbauen. Nee, ich verklicke mich da jedes Mal. So. Mach mal so und so. Dann könnte man nämlich eine zweite Linie bauen, beziehungsweise Gebäude. Das passt so. Ja. Kommt zwar noch nicht dahinter, was du vorhast, aber ja. Ich zeig dir das jetzt. Und zwar bauen wir eine Linie. Geht am Hauptbahnhof los. Fährt in die Jahnstraße. Fährt dann hier lang. Hoch. So. Jetzt ist er natürlich... What? Nee, warte, es ist natürlich jetzt noch keine Straßenbahnlinie zugewiesen. Dafür müssten wir jetzt mal wenigstens... Nee, erstmal das Wichtigste. Ja, wenigstens einen Odessa raufsetzen. Dann sagen wir zwei. Auf Linie 1. Und jetzt wirst du sehen, wie die Linie quasi läuft. Also wir fahren ja am Bahnhof einmal so eine Schleife, fahren dann hier außen rum und fahren hier hinten nochmal so eine Schleife. Ah, das war jetzt mit dir. Okay. Ja, das ergibt Sinn. Plan bzw. die Idee. Boah, das klingt gar nicht mal so blöd. Genau, da setzen wir jetzt mal noch ein paar Bahnen rauf, würde ich sagen. Boah. Reicht erstmal. Ja, das ist dann die Tram 2 in Trondheim. Ja. Später können wir die Linien ja eh noch nach Belieben umbauen, ne? Richtig. Trondheim sehen wir sowieso nachher so eine Straße, man nennt es mit 5 Linien oder mehr. Das sowieso. Oh, unser Zug. 57, ja gut. Na, 66? Karlstadt scheint auch nicht wirklich ausgelastet zu sein. Karlstadt?
Das scheint doch ganz gut zu laufen, ist nicht ausgelastet. Hm. Vielleicht sogar ein paar Bahnen zu viel. Hier, in Trondheim? Nein, in Karstadt. Busse meinst du, oder? Mhm. Ja, da sind ein paar Busse zu viel. Wollen wir drei abziehen? Ja, aber die kosten ja im Depot auch Geld, dann lass lieber fahren. Wenn die Leute. Ja, du kannst ja welche vom Depot Trondheim abziehen und auf Trondheim fahren lassen. Da haben wir in Trondheim keine Busse. Na, stimmt auch wieder. Na, lass sie fahren. Ja, lass mal sie fahren. Guck mal, wie viel der Bahnhof Dings jetzt hat, Trondheim. Trondheim hat 29 gerade bekommen. Warum wird das dann mit drei Passagierdingern? Weil erst ab 50 so ein großer Pinöke angezeigt wird. Ah, okay. Und es wird quasi für jede 10er-Reihe neu eröffnet. Verstehe. Genau, so. Würde ich sagen, machen wir das nochmal fertig und dann haben wir schon leicht überzogen. Und beenden dann die Folge damit. Folgenname raus aus den Schulden. Hoffentlich. Ja. Ah, knapp. Aber gut. Wie viel haben wir denn? 4, 5. Naja, gut. Es geht. Das geht. Kriegen wir das noch geht. Schnell 4 raus? Na, lass ihn mal fahren. Nee, wir lassen's. Ja? Okay. Also würde ich sagen, schieben wir auf die nächste Folge, liebe Leute. Vielen Dank euch fürs Zuschauen und ja, wir freuen uns natürlich, wenn ihr in der nächsten Folge und auch wieder begleiten würdet, hier unser Transport-Imperium aufzubauen. Gebt uns Geld. Ja, Spenden sind immer gerne gesehen, auch wenn wir sie nicht hierfür benutzen können. Nein. Ansonsten, ja, vielen lieben Dank und ich würde sagen, dann verabschieden wir uns auch hier von dieser Folge und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, dann tschüss und auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.